Moin moin zusammen, ich grüße euch, ihr Freunde des Fachwerks, Altbausanierer und Heimwerkerhelden. Hier ist wieder euer Fachwerker. Ja, und ich bin wieder live auf der Baustelle für euch. Jawohl, mit einem neuen Sonderthema. Und zwar geht es heute um die allzeit beliebte Eigenleistung. Ja, und die Frage natürlich, Leute, wie viel Geld kann ich eigentlich durch Eigenleistung sparen? Das ist die große Frage, die sich viele stellen, die gerade eventuell ein Haus sanieren oder ein Haus kaufen wollen und eventuell überlegen, ja, wie viel Eigenleistung können wir bringen und was können wir dadurch sparen? Ja, grundsätzlich, was ich immer meine, Eigenleistung ist eine Sache. Man tauscht in der Regel bei Eigenleistung Zeit gegen Geld. Das ist ganz einfach. Ja, das ist so, naja, so ein Ding halt. Wenn ich Eigenleistung übernehme, brauche ich in der Regel länger als ein Fachmann. Aber ich spare Geld. So, das heißt, ich erkaufe mir im Prinzip das Geld, was ich spare, durch Zeit, die ich investieren muss. Und zwar selber. Deswegen heißt es ja irgendwie Eigenleistung. So, das ist sehr individuell. Das heißt, Eigenleistung ist auch nicht für jedermann. Das ist ganz klar. Wer zwei linke Hände hat und überhaupt handwerklich gar nicht begabt ist, der sollte besten die Finger von Eigenleistung lassen. Der sollte aber eigentlich auch die Finger davon lassen, zu versuchen, so ein altes Haus zu renovieren. Selber, das kannst du vergessen, da wird nichts von. Ja, der sollte sich besser ein neues Haus bauen lassen, das ist das Einfachste. Aber in der Regel ist das auch so ein natürlicher Prozess. Das heißt, diese Leute machen das in der Regel auch alles gut. Ja. Und die Abenteurer, die Handwerker, die wirklichen Altbausanierer, die kaufen sich dann so eine alte Hütte hier und legen richtig los. Und die können das meistens ja auch. Oder zumindest trauen sie es sich zu und lernen es währenddessen. So, das ist im Prinzip die Eigenleistung und ja, wenn man jetzt eine Eigenleistung bringt, ich zum Beispiel auch, ich habe dann immer mal überlegt, ja, was macht es? Manchmal überlegt man sich, macht es Sinn, einen Fachmann ranzuholen oder probiere ich das selber? Viele machen das zum Beispiel bei, ja, bei Malerarbeiten, beim Fliesenlegen und solche Geschichten, Fußbodenbelege, so, wo man sich halt wirklich überlegt, ja, brauche ich jetzt einen Parkettbauer, der mir dann das Parkett verlegt oder kann ich da auch einfach selber mal zusehen, wie ich das hinkriege? Ne? So, und ja, da fragt man sich natürlich, was spare ich eigentlich dadurch? Oder was bringt mir das? Jetzt ist es immer schwierig zu beziffern, was ich meine. Es ist immer sehr individuell, was man macht. Und das ist auch die Sache bei der Eigenleistung. Wo kann man am meisten Geld sparen bei der Eigenleistung und wo eher so mittelmäßig viel? Ja? Wenn ich jetzt beispielsweise rechne, wir sind ja immer noch auf unserer Großbaustelle. Wenn man jetzt nur so ein kleines Vorhaben hat, da braucht man gar nicht groß hin und her rechnen. Ja? Es wird immer erst interessant, wenn es so größere Dinger sind, wo man auch viel renovieren muss, viel Geld investieren muss. Da wird es interessant, weil da auch die Eigenleistung von der Stundensumme insgesamt auch relativ hoch wird, wenn man es dann selber macht. Und je mehr Eigenleistung man bringen kann, desto günstiger wird es natürlich am Ende. Das ist ganz klar. Ne? Das ist einfach so. Die Frage ist trotzdem, rechnet sich das? Wenn ich jetzt normal arbeiten gehe, rechnet sich das dann dafür, mal beispielsweise Urlaub zu nehmen, um dann Eigenleistung zu bringen? Oder wäre es besser, manche Firmen machen das ja, dass ich mir meinen Urlaub auf meinem normalen Job ausbezahlen lasse und davon einfach einen Handwerker bezahle, der dann die Arbeit genauso schnell oder schneller macht, sowieso schneller macht als ich und ja, dann für das gleiche Geld praktisch. Ne, so, dann ist, ne, lohnt sich das ja nicht. So, und das ist immer die Frage. So, jetzt sind wir bei unserer Eigenleistung mit Zeit und Geld. Ich sag mal immer so, die meisten Leute, gerade bei sowas hier, da wohnt man ja nicht auf der Baustelle. Das ist ja schon mal so. Das heißt, man hat meistens eine Doppelbelastung, während man die neue Immobilie, die man sich gekauft hat, also den Altbau, den man sich gekauft hat, in dem man noch nicht wohnt, da hat man ja meistens schon einen Kredit für, den man abbezahlt, und man hat ja noch was irgendwo, wo man jetzt gerade wohnt. Also entweder habt ihr noch ein Haus, wo ihr drinne wohnt, oder eine Wohnung, auf jeden Fall bezahlt ihr irgendwie Miete oder sonst irgendwas. Rechnen wir einfach mal, dass man so ganz salopp, so grobe Richtung als Familie, so eine Nebenkostengeschichte, hast du irgendwie so 1000 Euro im Monat. Natürlich jetzt einfach nur, um das Rechenbeispiel möglichst einfach zu halten. So. Das heißt, ihr müsst pro Monat irgendwie 1000 Euro extra aufbringen, weil ihr noch nicht in eurem neuen Haus wohnt. So. Und jetzt ist es natürlich eine Sache, man möchte A, so schnell wie möglich in das neue Haus, um eben diese Doppelbelastung, diese 1000 Euro jeden Monat, die sind ja praktisch weg, um das möglichst schnell abzubauen. Andersrum muss es natürlich auch erstmal fertig werden. So, und das ist immer so diese Waage, diese Balance, die man einhalten muss. Wenn wir jetzt so ein fiktives Beispiel einfach mal nehmen, man hat irgendwie das Obergeschoss, muss man ausbauen, da muss ein bisschen Trockenbau gemacht werden, da muss der Sanitärmann durch und der Fliesenleger für die Bäder oder das Bad, wie auch immer. So, und wir nehmen jetzt mal einfach nur ein Fallbeispiel, einfach nur fiktive Zahlen, also drei Gewerke, ne? Und jedes Gewerk möchte 5000 Euro für den Auftrag. Mal nur so als Beispiel. So, und dann natürlich die Fachleute auch nicht gleichzeitig arbeiten können, also bevor jetzt meinetwegen der Fliesenleger anfängt, muss ja zumindest der Trockenbauer fertig sein und der Sanitärmann, der muss am Anfang kommen und am Ende nochmal, wie auch immer. Ne? Also das muss man natürlich auch so ein bisschen organisieren. Aber nehmen wir mal einfach an, im Idealfall läuft das, dass das in einem Monat fertig zu machen ist. Dass die Jungs das, jeder kriegt 5000 Euro und in einem Monat haben diese drei Firmen das dann erledigt. Und nach einem Monat könnte ich dann theoretisch da einziehen.
ne? Weil das Letzte ist, was noch gemacht werden muss. Nur so als, wie sagen, fiktives Beispiel. So, dann würde ich 15.000 Euro bezahlen, wäre nach einem Monat aber einzugsbereit. Das heißt, 15.000 Euro plus diese 1.000 Euro Miete, die ich dann noch bezahle in dem Monat, bin ich bei 16.000. Kann dann aber einziehen. So, mache ich das mit Eigenleistung? Mit Eigenleistung ist natürlich auch wieder sehr individuell, wie viele Stunden man pro Monat, pro Woche aufbringen kann, um das eigene Objekt fertig zu machen. Das kann man jetzt auch kaum beziffern, weil man ja, die einen kaufen sich ein Haus oder ein neues Objekt ein paar hundert Meter von ihrem alten entfernt. Die anderen ziehen 15 Orte weiter, 500 Kilometer entfernt. So, das ist natürlich auch, muss man auch mal mit in die Rechnung einfliegen. Ne? Aber deswegen, das werde ich jetzt hier nicht näher betrachten, weil das kannst du gar nicht durchrechnen. Es ist ja mehr als individuell. Und nehmen wir das einfach mal an, du würdest das als Eigenleistung bringen und bräuchtest dafür halt ungefähr dann anstelle der drei Firmen, die das in einem Monat erledigen, bräuchtest du als alleiniger Eigenleister 6 Monate. Na, ich denke, wenn man sich so auf den Zettel legt, so ungefähr realistisch. Klar, wer jetzt natürlich jeden Tag die Woche Volldampf da reinarbeiten kann, der braucht keine 6 Monate, das ist ganz klar. Ne? So, und andere, die vielleicht nur einen Tag in der Woche, weil das halt sonst wo ist, da nur einen Tag hinfahren können, die brauchen vielleicht sogar länger als 6 Monate, wer weiß. Ne? So, aber als Durchschnitt oder für dieses Rechenbeispiel soll uns das reichen. Das heißt, wir haben also eine Differenz von 6 Monaten oder von 5 Monaten als Differenz. Ja? Das heißt, 5 Monate und du hast jeden Monat 1.000 Euro, kostet dich das schon mal 5.000 Euro mehr, wenn du Eigenleistung bringst. So. Auf der anderen Seite sparst du dir natürlich die 15. Das heißt, du kriegst für deine Eigenleistung, die du investierst in den 6 Monaten, ungefähr 10.000 Euro raus, wenn du das alles selber machst. Ne? So. Nicht gerechnet ist natürlich jetzt Material und hin und her, das kannst du ja gar nicht alles jetzt hier im Kopf durchrechnen. Ne? So, aber ich meine nur so als Hausnummer. So, und dann kommt man so ungefähr auf einen Stundenlohn, wenn man das jetzt grob durchrechnet, wie viele Stunden man dann so reinbringen kann in 6 Monaten und so weiter, dann kommt sie irgendwo so in die Richtung zwischen 20 und 30 Euro, ganz salopp. Das heißt, 20 bis 30 Euro Stundenlohn ist ja schon mal gar nicht schlecht. Ne? So dafür, dass man das dann selber macht, was man dann so praktisch sparen würde. So, das wäre so grobe Richtung, wo man hinkommt. Also, wenn man das jetzt auf den Zettel schreibt und sagt, okay, die und die und die Sachen müssen alle gemacht werden, das kann ich selber, das kann ich selber, das kann ich selber, da schätze ich, brauche ich 100 Stunden, da brauche ich 50 Stunden und so weiter. Und man rechnet einfach ein bisschen vorsichtig mit 20 Euro die Stunde, dann kann man so ganz grob überschlagen, wie viel Geld man halt spart, wenn man es selber macht. Ist übrigens auch ein guter Tipp, wenn man irgendwo keinen Bock drauf hat, sich mal hochrechnen, wie viele Stunden das ungefähr dauert und es selber macht und dann zu überlegen, ah Mensch, da kann ich jetzt 6.000 Euro sparen. Huhu, braucht man sich nicht immer gleich Angebote von Firmen reinholen. Ja? Meistens reicht schon, wenn man guckt und denkt sich, naja gut, andersrum, ne, wenn ich das jetzt mache, die Arbeit ist halt auch was wert. So, ne, das ist ja nicht so, dass das jetzt für Ume wäre alles. Ne? Interessant ist natürlich, jede Art von Eigenleistung ist natürlich anders. So, wenn ich jetzt hier einmal durchfege, ist das auch Eigenleistung, aber die kriege ich ja nicht bezahlt, ne, in dem Sinne. So, und die eine Eigenleistung ist natürlich wertvoller als eine andere. So, und welche Eigenleistung ist am wertvollsten? Definitiv das Zuarbeiten zu den Fachleuten. Es bleibt ja nicht aus, dass man für manche Gewerke so oder so einen Fachmann braucht. Lässt sich nicht ändern. Du brauchst einen Elektriker, du brauchst einen Sanitärfachmann. So. Oder auch den Trockenbauer. Wenn du jetzt sagst, ah nee, hier, das ist mir alles zu, das kriege ich nicht hin, ich kann das einfach nicht, da hole ich mir einen Fachmann für. Dann müssen diese Leute natürlich auch ganz normal dann arbeiten. So, und sehr klar. Und die Arbeitsprozesse von denen, da, wenn man da so ein bisschen mal reinschaut, dann sieht man, da ist zwischen diesen Arbeitsschritten oder Prozessen ist da nicht viel für einen selber dran herumzuzangeln, ganz ehrlich. Das ist einfach, da kannst du nicht viel bei machen. Wenn der Elektriker angefangen hat zu arbeiten, da eine Verteilung neu aufzulegen oder einen Zähler anzuschließen, klar, kannst du dem seinen Seitenschneider reichen oder einen Schraubenzieher reichen oder keine Ahnung was, aber das spart kein Geld, Leute, das ist totaler Quatsch. Aber wenn ihr die Vorarbeiten und die Nebenarbeiten oder die Hilfsarbeiten des jeweiligen Gewerks übernehmt, da könnt ihr bares Geld mitsparen. Das haben wir zum Beispiel hier, oder ich habe es hier auch gemacht. Wir mussten ja den Stromanschluss, oder wir haben ja den Zählerkasten versetzt. Der saß ja vorher hier einfach nur im Esszimmer an der Wand. Und wir brauchten jetzt wir haben den jetzt ja einen neuen Hauswirtschaftsraum und wir brauchten jetzt eine neue Hauptzuleitung von dem Hauptanschlusskasten rüber zum Hausanschlussraum. So, das sind irgendwie 6 Meter, 7 Meter oder 8 Meter Kabel gewesen. So. Und dann habe ich das mit dem Elektriker dann hier bei dem Aufmaß und so weiter besprochen und habe dann halt auch gefragt, so wie sieht's aus? Und da hat der gesagt, das ist kein Problem, wenn Sie das alles vorbereiten, ist das für uns nachher einfacher. Ich sage mal ganz ehrlich, die meisten Handwerker freuen sich auch drüber, wenn die diese Scheißarbeiten nicht machen müssen
Und man selber darf sich da natürlich nicht zu schade sein. Das ist einfach so. So, das heißt, ich habe mich darum gekümmert, dass von dem aktuellen Hausanschlusskasten bzw. von dem Hauptanschluss dann praktisch ein Graben rüberkommt, ein Durchbruch durch die Wand und alles vorbereitet ist. Dass der da praktisch nur noch sein Kabel reinschmeißen brauchte. Ja, und alles, es war alles vorbereitet. So. Und als sie dann kamen, war dann alles cool. Die haben die Verteilung an die Wand geschraubt, das war alles klar, und dann waren die innerhalb von 8 Stunden fertig, komplett mit allem. So, ich habe allerdings über 8 Stunden Vorbereitung gehabt, das alles fertig zu machen, diesen ganzen Graben und den ganzen Mist, das hat einen ganzen Tag gedauert. So, das wäre eigentlich Arbeit gewesen, die der Elektriker geleistet hätte. Na, so, genauso wie wenn der Sanitärmann unterwegs ist und der muss halt überall seine Leitungen legen. Da kann man auch drüber reden, dass man sagt, in Vorbereitung kümmere ich mich drum, dass überall, wo durch eine Wand durch muss, durch eine Decke durch muss, dass da überall schon die Durchbrüche gemacht sind. Das ist eine Menge Arbeit, die man dem Elektriker, die man dem Fachmann halt entsprechend, oder Sanitärmann, wie auch immer, abnehmen kann, diese ganze Scheiße zu machen, weil das einfach Arbeit ist, wo man selber einfach, ja, was man einfach machen kann. Und das ist dann keine Zeit, die der Fachmann braucht. Dadurch kann man die Rechnung enorm reduzieren und dann ist so eine Eigenleistungsstunde nicht nur 20 oder 25 Euro, dann geht das schnell mal in die 30, 35 Euro, die man spart, vielleicht sogar 40 Euro, je nach Gewerk, die man sparen kann für seine eigene Leistung. Und das macht wirklich Sinn. Ja, also wenn ihr mit dem Handwerker praktisch das Aufmaß macht oder darüber sprecht, was gemacht werden muss, dann fragt auch, was ihr vorbereiten könnt dafür. Ne? Und meistens sind die, was ich meine, meistens sind die auch sehr glücklich darüber. So ein Trockenbauer zum Beispiel, jetzt fragt sich ja der Trockenbauer, was soll ich denn da vorbereiten? Ja, zum Beispiel, da müssen jetzt 150 Quadratmeter Rigipsplatten an die Wände genagelt werden. Die müssen ja irgendwie auch nach oben. Ne? So. Und da ist es zum Beispiel dann auch so eine Sache, kannst du mit dem Trockenbauer besprechen, dass du sagst, komm, weißt du was, stell mir die Palette Rigips-Scheiß hier schon einen Tag vorher auf eine Terrasse und ich kümmere mich darum, dass der ganze Mist nach oben kommt. So, dann hast du zwar am nächsten Tag Rücken, aber es liegt alles da, wo es hingehört. Der Trockenbauer, der braucht nur noch auf die Baustelle kommen, es liegt dann alles da, wo es sein soll und der kann direkt anfangen zu arbeiten. So, und dann ist er auch entsprechend schnell fertig. So, und das spart dann wieder Zeit. Und dann hast du zwar Rückenschmerzen am nächsten Tag, aber hast dann 30, 40 Euro pro Stunde für deine Arbeitsstunde gespart. Und bei manchen ist es sogar sehr wichtig, dass sie das hochrechnen für die Bank, weil das tatsächlich dann auch bei einer Altbausanierung wichtig sein kann, wie viel Eigenleistung man zu bringen imstande ist, wie viel Geld man dadurch sparen kann, weil manche Banken das tatsächlich anrechnen, wenn man sagt, so und so viel 1000 Stunden an Arbeitsleistung fließen da rein, die werden mit so und so viel 10.000 Euro berechnet und dann kriegt ihr da tatsächlich noch einen Kredit für. Ne? Also das kann durchaus sein. So, deshalb, Eigenleistung, geile Sache, Leute, macht es auf jeden Fall. Und ja, an dieser Stelle, ich denke, wenn noch irgendwelche Fragen sind, Hinweise, Kommentare oder ihr selber irgendwelche ja, Berechnungen zu eurer Eigenleistung habt, vielleicht kriegt ihr ja 50 Euro die Stunde für die Eigenleistung oder nur 10, je nachdem, dann schreibt es in die Kommentare, ich freue mich da immer drüber. Und ansonsten würde ich sagen, machen wir erstmal Feierabend für dieses Video heute. Ich danke wie immer fürs Zuschauen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, vergesst nicht, abonniert auch meinen Kanal. Ich freue mich immer drüber. Ihr seid immer informiert über den neuesten Kram, den ich so poste. Und ja, da haben wir alle was von. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen, Freunde. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.